Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Mario Party 2. Wir machen heute weiter mit dem Spaceland, das ist das nächste, das es noch fehlt. Und dann haben wir nur noch dieses 2 hier. Das heißt, es lässt sich auch das jetzt schon relativ, ja, überschaubar, wie lange das Projekt noch gehen wird. Aber starten wir mit Spaceland. Das ist nämlich der Beschreibung zufolge sogar schon ein bisschen komplizierter als das, was wir bis jetzt hatten. Ob es das auch sein wird, das finden wir heraus. So, wie viele Leute sind wir denn? Nur es. Ich bin diesmal Yoshi. So. Ich weiß nicht, ob ich das auch als Yoshi war, ich weiß es nicht. Dann ist Computer mal Pete. Ja, okay, ich sag Peach und wähl Mario aus. Also Mario, Peach und Donkey Kong. Eigentlich ist unsere Standard-Kombi, die wir immer haben. Die sind alle easy. Weil sonst verliere ich es eh immer. Und es gibt 20 Runden. Bonus kann es wegen mir geben. Und diese Settings sind okay, ja, alles gut. Dann bin ich mal gespannt, wie die Runde wird. Spaceland. Ui. Sieht ja verrückt cool aus. Jeez, die Map gefällt mir. Wir sind hier. Das ist das Spaceland. Das ist eine Space Station. Also Space Station, Space Station. Als ein Deep Space Crossroad, also als ein schwarzer, als ein Weltraum. Okay, ich weiß gerade nicht, was Deep Space Crossroad heißt. Auf jeden Fall, wenn ich Spaceship ist passbar hier, also viele Raumschiffe sind hier gelandet. Ich glaube, wir kommen selbst mal jetzt. Ne? Du sollst heute in der Space Control Parol. Okay, ich hab. Is to maintain peace in space. Your objective this time. Also, wir müssen für Frieden und Ruhe suchen. Und wir müssen protect this. Und wir müssen diese Station hier von Black Hole Bowser bewahren. Aha, Black Hole. Als schwarze Loch Bowser. Der ist nämlich böse und möchte das Beste kaputt machen, Zeit erst, oder wie? So, Mario ist das Erste, dann kommt Pete, dann kommt Is persönlich und dann Donkey Kong. Okay, also am Anfang bekommt die das hin. Coins, das ist so. Ist immer so, und das haben wir mal, wo der erste Superstar hingeklettert. Der ist da. Okay, gut zu wissen. Zu wissen. So, dann fängt Mario an. Das können wir ja nicht überspringen. Aber das macht auch nichts. Ah, das hat Mario jetzt so viel gebracht hier. Okay, gut zu wissen, was dann passiert. Gut zu wissen. Ja, ist mich dran. Was haben wir? Mein erster Zug sagt. Hoffen wir, dass er ein Glück. Ja, jetzt hat. Ist immer zum etwas, ne? So, One vs. 3 Minigame. Das kennen wir natürlich auch. Das kennen wir auch so ein. Ah, verdammt. Das ging auf mir zu. Das war unvorhersehbar. Weißt du, was man halt lief, wo er hin wollt? Und die man dann am besten so ausweist, dass man ihn nicht in die Fresse direkt bekommt, ne? Hat es hier in dem Fall nicht funktioniert, meine Taktik. Ist okay. Oh, was ist das für Polizei? Ist ja interessant hier. Out.
Warte. Okay. Das ist jetzt in der Tat so ein kleines bisschen kompliziert hier. Weil ich auf das ganze Spielfeldprinzip jetzt noch nicht so ganz klar komme hier. Aber was noch nicht war, kann er definitiv noch kommen. So, jetzt ist er wieder dran. Ja, gerade weiter, bin auch sehr happy drüber, aber jetzt nicht mehr. Was für ein Eindruck. Ich bin immer eins weniger. Ich weiß nicht, was das jetzt für. Was das jetzt irgendwie hier für Vorteile hat oder eben nicht hat. Oder keine Ahnung. So, was haben wir jetzt für ein Minigame? Ach, das muss man einfach fertig machen. Okay. Probieren wir es mal. Vielleicht ist das Glück ja tatsächlich wieder von der Seite. What the fuck? Ich dachte, ich war Donkey Kong fertig. Ich war auch gerade so dabei und dann Donkey Kong auf einmal. Finish! Ich kann den Ton richtig gut nachmachen, ne? Ich sag mir Hashtag Finish! Ach, das heißt, das hört es irgendwie falsch an. Mein Finish! Ich frage mich, ist das passiert, wenn jetzt hier das auf 0 runtergegangen ist? Geht dann die Galaxie kaputt? Yay! Sorry. Einfach alle dahin gehen. Das mache ich jetzt auch. Ich glaube, ich bin in der Ehre, den letzten Footstep diesbezüglich zu machen. Sieht gut aus. Oh. Also doch etwas, was nicht ganz so gut ist. Aber mich nicht wirklich interessiert. Weil du Pete in dem Fall etwas verloren hat. Was zu meinem Glück hier selbst auch war. So, jetzt ist also, ja. Hier ist alle genau in diesem Weg stehen, wenn Bowser seine tolle. Was gehen hier alle eigentlich im Kreis? Es geht doch nur darum, die anderen hier zur Absus hatten oder wie. Das ist faires Teamplay hier, wirklich. Und zwar so richtig faires Teamplay. So, mal schauen, was wir jetzt für ein tolles Minigame haben. Ich bin gespannt. Wir probieren es aus. Ach, wir müssen die anderen hier. Die anderen, sagte es, die anderen. Komm, das habe ich jetzt auch mal hier. Ein Minigame. Wäre zumindest mal nicht so viel verlangt. Yes! Juhu, ich hab's auch mal gesagt, am Minigame zu gewinnen hier. Yeah. Okay, das ist aber auch nicht wirklich krass. Ich gebe es auch so. So, jetzt bin ich erst damit Donkey Kong. Das wird sich im Laufe des Spiels aber sicherlich noch ändern. Das ist zum Ende von der Runde. Also zum Ende von dem Spielbrett. Sven wieder zum vierten Platz runtersenke, es ist immer so. Aber ich kapier nicht diesen Reiz, den alle haben. Irgendwie hier mal. Hier rüber zu laufen. Aber okay, jetzt haben wir jetzt Peach mal bei ihren Einzel. Pardon. Ja, aber was auch immer, es ist so. Sag, was ist denn das hier? So. Leg ich auf der Taste oder was? So, jetzt hat. Das ist sowas wie Hauden Lukas. Und das in jedem Fall nichts Tolles war. Und da Pizza eh kein Geld macht, kann nichts mehr verlieren. Hm. Ob das jetzt vorteilhaft war, im Nachhinein glaube ich es fast eigentlich nicht. Weil der Ding bis jetzt durchbrutzeln wird.
Und die gefühlten ganzen Rest der Bande halt einfach auch, ne? Hm. Also ich habe das mit diesem Strahl jetzt noch nicht ganz raus irgendwie. Aber das wird, denke ich mal, so noch, wenn man von der reinen Logik her geht, so. Yay, das Ergebnis war wieder sehr, sehr gut, bin immer. Nicht. Ich ersaufte einfach immer direkt die sofort. Obwohl ich Beeinträchtigung durchgelesen habe. Wenn ich die anderen eigentlich immer alle erfahrungsgemäß hochsaufen. Wobei Donkey Kong diesmal sehr schwächelt. Trotzdem saufen sie immer alle anderen hoch, ne? Bin immer gefühlt, der andere das nicht sauft. Da kommt Mario mal als erstes an, so, aber trotzdem. Ihr wisst ja, was ich meine. Ness! Und so ist hin, mein erster Platz. Und ebenso ist mein Out. Jetzt wird uns das Ding wieder wissen. Vielleicht geht jetzt mal anders entlang, aber das bezweifle ist. Genau. Also dieser komische radioaktive gelbe Strahl. Der ist ja so ein. Naja! Ach, da war der Stern. Ich glaube doch allen anderen nach. Es hätte jetzt hier voll egomäßig so einen Stern stoppen können, aber das. Okay, das war jetzt ein gar nicht bisschen dumm von mir. Und ich glaube, der mich nicht dort gar nicht besser, die. Jetzt gehe ich ja trotzdem nochmal so. Weil ich dann wieder mehr Münzen bekomme und alles. Und dran. Wobei, verdammt! Die bekomme ich doch wieder weg, weil das Ding jetzt noch wieder einfach. Ah, okay, das war doch ein Fehler. Weil ich das wieder hier abgebrutzelt werde. Ja, verdammt. Das ist ein Hexenkreis. Im Hexenkreis. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Jetzt verliere ich immer wieder mein Geld und überhaupt. Aber dieses Pest scheint tatsächlich einiges zu haben. Macht die Sache natürlich. Ui. So, das bin ich mehr, ist okay. Ich bin mal gespannt, wie sich Donkey Kong jetzt da anstellt. Der was gewinnt bei dieser Space Rakete. Ja, schön. Freut mich. Weil ich bin ja auch immer so vor meiner Mitspieler und tue sie Füße anpowern. Natürlich. Natürlich. Nicht. So, was haben wir mal, was jetzt hier von Cygal 6. Ja, das kennen wir doch alle. Was hier noch was das hören, was muss man drücken? Na, das wird so selbstverständlich sein, wenn die Tasten nicht geht. Hä? Ich hab zwei Taste gedrückt oder verrat's keinem. Verdammt. Das ist nämlich halt eigentlich erst Kindergarten easy. Hör mal, ich gerade die falsche Taste drückt. Wie ist? Yay. Also, Mario Party, das zerstört echt Freundschaften. Das ist echt der Grund, weshalb ich Mario Party nie als Together Let's Play mache. Genau aus dem Grund. Weil ich dann nach dem Projekt eine Freundschaft weniger hatte. Ich sag's voraus. Also, ist einfach so. Mario Party zerstört Freundschaften as fuck. So, und hier holt es Mario jetzt seinen tollen ersten Stern. Alter Mario, ganz ehrlich, freut es und backt den Eis. So, schauen wir uns mal, wo der nächste Star hingeflogen ist. Dahin, okay. Das ist der Problem in die Kategorie Nice to Know. Und dort, wo jetzt der Stern war, ist Bell Bowser. Schön, dass der neue Stern
irgendwo hin ist und ich keinen Pfeil hab wohin. Yay. Yeah. So. Ich verpiss mich jetzt endgültig weg von diesem Plattform-Kack da. Ich glaube, ist Folge Pizza einfach ganz unauffällig. Und ich tue es tatsächlich sogar. Sehr lustig. So, was haben wir jetzt für ein Minigame? Cells Hocked, okay. Das sagt mir von Namen auch noch was. Uff, okay. Müssten wir hinbekommen. Out. Wurden erwischt. Alter, wie schwul dieser Panzer-Mario aussieht, ey. Ja, gut. Sehr schön. So. Okay. Ah, da ist ja diese Bank. Jetzt ist Pizza dran, dann werde ich den Part beenden. Nämlich jetzt. So Leute, es bedankt mich ganz herzlich beim Zuschauen. Ach Mann, ich immer diese. Warte bitte. Ja, Zuschauen von dem Part. Im nächsten Mal geht's weiter mit Mario Party 2. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.